Ein schnurriges Willkommen zu Panty spielt Half-Life 2 Episode 1. Wir sind jetzt erstmal dem gröbsten Zerstörungskram entkommen und sind auf dem Weg zum Kern von der Zitadelle, um dort den Reaktor abzuschalten. Und dabei sehen wir hier in der Ferne eben jene Kreatur, mit der Dr. Breen am Ende von Half-Life 2 gesprochen hat. Also gehen wir mal hin und schauen mal, was hier abgeht. Na, lass sie kommen. So. Hier ist also ein Alarm, da geht die Tür zu. Ja, warum hauen die nicht ab? Genau. Ich auch. Ihr erinnert euch an den Reaktor aus Half-Life 1? Ja, ich muss hier durch und das Ganze ist zeitlich begrenzt, weil ich nur eine gewisse Energie habe. Ich werde, während ich mich hier durchbewege, konstant Lebensenergie verlieren. Außer ich erinnere mich falsch. Genau, Alex, ruf mal den Aufzug, damit wir hier aufräumen können. Braucht scheinbar immer wieder. Ich bin theoretischer Physiker. Es braucht immer einen theoretischen Physiker, um aufzuräumen am Ende. Ja. Noch ein letztes Mal speichern. Kann es sein, dass sie mich liebt? So wie sie ihm die Hand auf das Glas gelegt hat? Das ist das, was ich meine. So, ich muss erstmal ihn hier beseitigen. Das ist wichtig. Hier die Energie rein. Okay. Hier ist also irgendwo noch was, was das Ganze ausschaltet. Okay. Also hier ist eine. Da war ein Alarm. Der Alarm hat irgendwas gemacht. Das kommt jetzt bestimmt gleich wieder. Und das hier an ist. Ja, genau, die andere Seite ist aus. Wo ist. Ah, die ist direkt hier. Direkt hier. Dann schauen wir mal. Und da ist Nummer 3. Es gibt bestimmt dasselbe hier wieder. Das ist ein Alarm. Nein, sehe ich. Okay. So. Okay, ich kann die Brücken umdrehen, sodass sie zur Mitte zeigen. Auch okay. Aber das ist noch nichts Neues. Okay, hier ist eine Leiter. Dann geht's nach oben. Und wie ihr den Untertitel am einfachsten seht, ist das Zählen von diesem Geigerzähler, das Ticken immer schneller. So. Schnell hier rüber, bevor das Ding ausgeht. So, hier
ist irgendetwas, das Energie für irgendwas macht. Da muss man natürlich hergehen und die Energiekugel mitnehmen. So. So. Und hier rein. Oh. Das sieht mir aus wie wieder eine Hommage an Half-Life 1. Aber es ist etwas anderes. Das ist scheinbar ein das Containment-Ding. Oh, ich kenne ich doch. Die ganze Tür weg. Jetzt noch mal so Energie. Gut. So, dann geht's hier hoch und dann schauen wir mal hier weiter, wie es weitergeht. Da ist wieder so eine Tür, die man wegspringen kann. Und hier. So, jetzt sind wir eine Ebene höher. Hier sieht man, dass es diese Kugel nicht sonderlich gesund ist. Ich stelle hier rüber, bevor das Herz wieder pocht und uns kaputt macht. So. War der letzte. Und da kommt der Respawn. Und wieder so ein Räumchen, das kennen wir doch schon. Nun ja, nimm mal so. Das ist das nächste. Der nächste Strahl, der hier auf den Reaktor gerichtet wird. Kühlmittel, Kühlstrahl. So genau kann ich es auch nicht sagen. Aber hier ist ein Aufzug. Aufzüge heißen, dass wir uns bewegen. Wieder, ne, am Anfang. Uns runter bewegen, jetzt bewegen wir uns Ebene für Ebene nach oben. Vorherigen Teil war es umgekehrt. Da sind wir erst hochgefahren worden und dann mit dem Aufzug unten zu fahren. Das ist jetzt rückwärts. So, einmal wieder aufladen. Und wieder zurück in den Reaktorraum. Und hier sieht man auch schon jetzt schon da oben hier diese drei. Na, wo steht er? Hinter mir. So, das ist natürlich, wenn man hier mit weiterkommt. Die interessieren mich natürlich auch nicht. Alles, was sie haben, auf mich. Und ich schätze die Winde falsch ein von ihrer Entfernung her. So, ich gehe mal aufs, davon komme ich her, weil hier ist das Blut. Genau, hier ist Alex. Speichern eben. Noch sind wir nicht so weit, dass wir den Energie verlieren. Okay, also, wenn wir von dort kommen, dann müssen wir hier drüben hinein. So, im Speichern, dass wir nicht so lange warten müssen beim Neuversuch. Und mit dem Sprint zusammen kriegen wir den Sprung auch hin. So.
So. Die kommen schon mal von rechts. Schauen. Keine Ahnung, aber hier ist wieder so ein Ding. Wieder so ein Zugangsschacht. Den müssen wir entgegen, ja. Ich glaube, das ist eher sein, wo man hüpfen muss. Wow, die Sprints schlagen einen weit zurück. Da merkt man wieder, da bin ich wieder gar nicht für gemacht. So, hier oben ist das. Schnapp ich mir einfach eine von euch und schmeiß sie da rein. So. Und das ist der nächste Teil, der den Generator zur Ruhe bringen sollte. Ach, ich hätte auch hier hingehen können. Irgendwas schief gelaufen. Die Tür ist nicht aufgegangen. Okay. Mal Energie rein. Nein, hier funktioniert irgendwas nicht. Da ist die Tür kaputt. Na gut, dann gucken wir mal, was hier unten ist. Okay, hier müssen wir wohl die Energie wiederherstellen. Wo kriege ich die Energie her? Ah ja, hier oben. Da. Eins. Zwei. Vorher haben wir immer nur diese Dinger ausgeschaltet. Jetzt schalten wir sie mal an. Und damit geht dann wahrscheinlich auch die... Okay, jetzt haben wir das Problem. Letzte irgendwie ausbestücken müssen, weil wir ansonsten nicht mehr hochkommen. So. Aber jetzt sollte die Tür aufgehen. Wenn wir hier Strom geben. Jawohl, Tür geht auf. Und der Strahl wird auf den Reaktor gefeuert. Sehr schön. Dieses Teil klappt zu. Und der Reaktor ist wieder sicher. Das hat übrigens eben meine ganze Sud-Energie gekostet und mein meine Gravity Gun ist auch wieder vollkommen normal. Gordon, you did it. Ich bin ja auch Physiker. The containment system's back in place. It won't last forever, but at least we've bought a little time. While you were in there, I did some poking around in the control data. They were trying to start a chain reaction, all right. But destroying the Citadel is just a side effect. Was hatten sie denn dann vor? Since we took out Brink's reactor, this is the only way they have to send a transmission packet back to wherever they came from. I can't tell what the packet contains, but it's important enough that they're willing to sacrifice the whole Citadel to send it off. We need to get it back to my dad and Dr. Kleiner at the outpost right away. I've been pulling down a copy. No, this is good. Whatever it is, I have a feeling it's bad news for all of us. Hast du das Original gelöscht? Ich hoffe mal, du hast das Original gelöscht. It's Judith. Take a look. I'm fairly sure I've pinned down the location of the project. It's hard to say how much of it might have survived intact or whether there's anything remaining that could compromise our work if it were discovered by the Combine. We'll need to take a close look at it, of course, but I should be able to give a better opinion within a few hours. If the site is where we think it is, then it should be no more than... Ja, was war das? We need to get this and the transmission packet to my dad. Ja, auf jeden Fall.
Zerstört das. Zerstört das Original. Ja, die Tür. Nun gut, mit dem Zug aus der Stadt. Ja, leider. Nun gut. Auf zum nächsten Abschnitt. So. Das hat fertig geladen. Wir können hier durch die Tür und... Das ist doch der gleiche Weg, wo wir schon waren. Das ist doch, wo wir hergekommen sind, oder? Gut gemacht. Die Tür bleibt zu. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier runter. Ich habe keine Waffe. Ah, die Zugplattform. Haha, das machen die normalerweise mit mir. Lassen die keine Waffen fallen. Come on, let's get in. Well, that was a nice clean getaway. I don't know what's in this copy we made, but they're not thrilled about us having it. You know, all things considered, we're not a stalker car. God damn the Combine. This is what happens to you if you resist. Also mit mir ist das noch nicht passiert. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. God, I hope you don't remember who you were. All right. Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. Damit sicher nicht dahin, wo wir hinwollen. Thank God we're not on foot. Ja. Gib mir schon die schlechten Nachrichten. It looks like you saved our lives again. Das ist mein Job. What's that? Was ist was? Oh my God. Brace yourself. Schon wieder. Komm hier raus. So, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist doch bestimmt noch mitten in der Stadt.
Wir sind in Loading Town. Nein, Lowlife heißt der Abschnitt. Hold up a sec. I gotta catch my breath. Okay, viel Zeit haben wir aber nicht. Well, this might not be as easy as I thought. We're in the same boat as the other evacuees now. On foot to a train station. Let's head for the surface. Okay. Müssen jetzt schon mal noch gucken, wo wir sind. Vielleicht sind wir schon aus der Stadt draußen. Da ist eine Kamera. Let's do it. Die hat eine tolle Waffe. Die Türme tun aber nichts. Scheinbar ist denen schon die Munition ausgegangen. They've been here so long, they're out of bullets. Ja. Sie kümmert sich drum. Ich kann ja kaum. Also ich meine, ich kann das hier machen. Das war auch angebracht. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken. Das sind einfach nur zwei Kisten. Okay. Und dann schauen wir mal, was uns... Oh, ich habe das Licht an. Und zum Glück habe ich das Flashlight an. Ja, dann. Damn, it's got a powered lock. How are we gonna get this open? Let's see if we can find a power box. Okay. Ich würde ihr sagen, sie meint den Sicherungskasten. Die Tür hier geht nicht auf. Da geht es nicht lang. Ich suche nach irgendwas, wo ich dann so durchkriechen kann. Schauen wir nochmal hier. Also das geht nicht. Wie sieht es hier aus, wenn wir den Rohren folgen? Ja. You and Barney used to get in passes without using a key. Ja, und Barney hat immer gewonnen. Ach, Kalun. Ich hab Licht für dich. So, dann schauen wir mal. Hier geht das nach oben. Das ist ja eher die Richtung, in die wir wollen. Der ist nicht so kopflos, wie ich gehofft habe. Okay.
Hier haben wir schon mal eine Waffe. Und noch eine. Sind Energie. Und zu guter Letzt, das hier ist auch eine Waffe für die. Damit kann man nämlich die Zombies anzünden. So wie hier. So, die Headcrab habe ich nicht bemerkt gehabt. Sagen, wenn das die Powerbox hier wäre, das wäre etwas ärmlich. Nein, wir müssen einen Sicherungskasten finden. Und anschalten. Okay, ich höre hier noch einen Zombie rumstapfen. Da ist er. Na bitte. Jetzt kannst du nachkommen. So, es ist nur die Frage, wo es hier weitergeht. Oder geht es einfach hier weiter? Warten wir mal, bis sie ankommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, ich darf Munition sparen. Sie sagt, sie schießt für mich. Ehrlich gesagt, brauche ich wenige Schüsse, um die Zombies platt zu machen, wollte ich sagen. Noch ein bisschen Munition für die Shotgun. Und die Suche nach dem Ausgang geht weiter. Hier geht's nicht durch, hier geht's nicht durch. Ah ja, hier. Antlion's here? The Combine's defense field must have collapsed. Makes sense, if it was powered by the Citadel. Und die Endlands kämpfen scheinbar gegen die Zombies. Okay, ich kann hier rein, aber nicht. Ich kann das nicht zerschießen. Ach, man kann hier einfach außen rum. So, erstmal ein bisschen die Energie von der Taschenlampe wieder aufladen. So. Are you still there? Hier bin ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Ach, ich habe meine... Ich habe meine Crowbar nicht. That's like a Zombine, right? Zombine, get it? Okay, dann mach doch mal, versuch mal, ob du die Tür öffnen kannst. Crap! Look out! It's got a grenade! So und so wird man einem neuen Gegnertyp bekannt gemacht. Und bevor wir hier rausgehen, würde ich sagen, beenden wir die aktuelle Episode und sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Half-Life 2 Episode 1. Ciao, miau!